Hallo, willkommen zu einem neuen Spiel Meccabellum. Ich habe gerade eins gefunden von zwei Top-Spielern. Ja, Runde 2, wir kommen noch rechtzeitig. Hups, und können auch wetten. Und zwar Play Archer, ne, hat ja auch die ganzen Abzeichen hier und alles, ne? Also, das ist einer der absoluten Top-Spieler. Der hat auch einen sehr hohen Skill-Level, also von daher sehen wir jetzt hier ein ganz heftiges Kaliber. Also, was haben wir denn? Unten haben wir den Giant und oben haben wir den Rhino. Sehr beliebt inzwischen bei den Top-Spielern, ihr seht das andauernd. Adri zum Porten. Wir haben wieder die klassischen Rush-Aufstellungen und dann die Adri, wenn die Porten kann, kann man eine Runde sich ein Headquarter holen. Das ist tatsächlich eine ganz nette Combo, die Archer dagegen macht. Gegner hat auch einen Porter, der will die Sachen einfach da wegholen. Wird aber nicht so viel wegholen. Die Frage ist, ob er das von hat, wenn er 6 snipet. Klar sind die alle im Debuff, aber da ist ja eigentlich nur die Adri, die tötet. Ne? Also die hat da eine Menge zu arbeiten. Die tötet ein bisschen mehr, ist gar keine Frage. Aber ich frage mich, ob er nicht eventuell mit der Adri mehr rausgeholt hätte, wenn die da hinten gestanden hätte. Und hätte das den Job einen anderen machen lassen. Aber er hat noch Geld, also ist noch nicht vorbei. Der kann noch mehr da aufstellen. Also da fehlt einfach im Moment der Schaden, um von dem Debuff wirklich zu profitieren, wäre jetzt meine Prognose. Die Wetten sind alle auf Archer, also eine. Also ihr kennt ja meine Strategie im Moment und ich bin noch am Überlegen, ob das die beste dagegen ist. Also das PK-Manöver, wenn jemand so aufstellt, ne? Ihr macht auf der selben Seite genau mit wie der. Also ihr könnt es mit PK-Manöver machen oder dagegen PK-Manöver machen. Aber der steht ja da und irgendwann kommt ihr dann drüben an. Plus, die laufen dann alle schön in die dicken Dinger rein. Ja, wie gesagt, also die macht jetzt hier vielleicht 2 Salven mehr, als sie sonst gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob das jetzt der große Wurf wäre. Und dafür fährt die halt aber so lange spazieren, dass die 3 oder 4 Salven weniger vielleicht macht. Ne? Da muss man sich fragen, ob sich das gelohnt hat. Der da unten war gut, der linke. Also ich kann, wie gesagt, das auf jeden Fall das PK-Manöver empfehlen, einfach weil, ne, man braucht hier am Anfang da die Truppen und später kann man woanders hinsetzen, wo kein Gegner steht. Das hat sich als sehr gut erwiesen. Habt ihr ja die letzten 5, 6 Spiele vielleicht gesehen, wo das eigentlich genauso gemacht habe. Barriers, sicher auch nicht verkehrt hier vorne. Zurückgestellt und da kommt der Freund. Ja, bei der Beria, ne, der lohnt sich, glaube ich, schon den Vulkan auf freizuschalten. Und dann kann er jetzt hier schön so ein bisschen zoom, zoom. Also, das Kleinvieh kriegt er hier auch schnell weggeräumt. Er hat ja keine Anti-Modell-Tanks gehabt. Das hat er jetzt damit nachgeholt. Also, ich glaube, man sieht das ja auch bei den beiden, ne, dass das eine der beliebtesten Kombos ist, wenn die Beria angeboten wird. Das ist einfach für die Economy so geil, das Schild zu haben für alle. Das ist ganz schön. Bin mal gespannt, wenn der Rhino kommt, wo er den hinstellt. Gibt ja auch Leute, die stellen den Rhino dann auf und die Runde danach verkaufen sie das wegen dem Item für den Rhino. Das geht ebenfalls. Süden hat jetzt 100 mehr Economy, weil da war ja Giant-Karte. Dafür hat er hier oben gleich den Rhino. Also beide sind sich sicher darüber bewusst, dass das nur ein Scharmützel im Moment ist. Irgendwann werden halt so um Runde 5, 6, 7, irgendwas in den Dreh, werden irgendwelche großen Einheiten eingeloggt, die richtig in die Lebenspunkte gehen. Also das ist jetzt für beide Seiten noch nicht wirklich so entscheidend, was gerade läuft. Der macht da seinen Job. Guter Support auch durch die Artillerie. Wenn das Schild da jetzt gleich down geht, da braucht er sonst ein bisschen länger für. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Welche Upgrades will man spielen? Öl ist sehr ungewöhnlich. Ich habe das mal getestet, das macht eigentlich null Sinn, das Öl, wenn ihr mich fragt. Also kostet weniger als das, ihr könnt es ja anzünden und hat aber den gleichen Effekt, könnte man sagen. Also da geht das vielleicht, aber ich würde es nicht nehmen, das Öl. Ihr zündet es ja nicht immer an. Also Archer scheint hier sehr viel stärker abzuschneiden derzeit. Und jetzt kommt halt der Rhino, der ein richtiges Problem darstellt. Unabhängig davon, wie das jetzt ausgeht, ist der halt schon ein Problem, dadurch, dass er existiert. Leider wetten halt alle auf ihn, das würde ich halt jetzt auch machen. Er kriegt nur dann Punkte, wenn jemand auf den Gegner wettet. Aber wie gesagt, also, er ist ja schon am Gewinnen. Jetzt der Rhino bringt nochmal ein großes Problem dazu. Der fliehende Artillerie ist auch nicht so angenehm. Hier guter Aufbau mit dem Replika. Habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Allerdings laufen die jetzt den Flammenwerfer. Also, wenn er das benutzen möchte, sollte er vielleicht überlegen, ob er nicht einen Beacon benutzen möchte. Obwohl er wirklich nur einen verliert, ne? Der läuft ja da links rein. Aber ich würde den mit dem Beacon nach links vielleicht auch setzen.
Dann kommt er auch mit dem Flammenwerfer, strafe an dem Schild vorbei. So, jetzt geht's los, ne? Also da ist der Erste. Hat allerdings keinen Teleport drin in seinem Overlord. Das heißt, der ist da, um zu bleiben. Na, sicher auch eine Anwendung wert, aber ist das die beste gewesen? Raketen werden jetzt rausgenommen durch die beiden Dinger. Mit dem Teleporter wäre es halt eine absolute Bedrohung. So ist es einfach nur netter Support, hätte ich gesagt. Klassische, wir machen alles am Arsch, ne? Also dieses Feuer, wenn das als Karte gezogen wird, dann sind die eine Runde tot. Fertig. Ist automatisch lose, eine Runde, die Karte. Also das kann man mit der Karte machen, das kann man mit der Öl machen. Also der kann ihm einfach zwei Runden komplett rausnehmen dadurch, ne? Weil Öl würde ja auch anzünden. Also das sieht super schlecht für den Süden aus. Und wie gesagt, nächste Runde kann er den verkaufen und ihm das Item geben und den dann woanders hinstellen. Also da sind hier sehr viele offene Variablen für den Süden. Ich sehe da eigentlich kein Land für ihn. Debuff. Hat einen Level 2 Arclight gekauft. Okay. Er verliert auch noch die Devices. Ein bisschen Pech. Ja. Also ich denke, das ist vorbei, das Spiel. Veluzem wird da keinen Blumentopf mehr gewinnen. Halt hier die Frage, wie er das kombinieren möchte. Javelin. Oh, kriegt er jetzt beide. Hat der gerade ein Schild darüber gezogen? Hä? Genau, da war die Kombo, die ich eben meinte. Und den stellt er dann natürlich woanders hin, der bleibt dann nicht stehen. Der kleine Teleporter sozusagen. Kostet ihn allerdings eine Adelrie und er musste einen Cell-Button, ne, holen dafür. Ist die Frage, ob das wirklich die beste Anwendung war, weil die Adelrie hätte man vielleicht ja noch gebrauchen können. Ne? Den Cell-Button vielleicht nicht. Aber dass er da unten steht, ist sicher ganz nice. Aber er hätte auch einfach einen Vulcan kaufen können da unten. Ob der jetzt Level 2 oder Level 1 ist, wäre wahrscheinlich so oder so da durchgekommen. Andere Kanone. Trotzdem diese Runde. Zwei Giants gehen über den Jordan. Problem im Süden ist halt auch, dass er seine Karte gar nicht ausspielt, ne? Die Giants-Karte. Wie will er das auch machen? Also, was will er für einen Giant jetzt holen? Also der einzige Giant, der mir in Frage kommen würde, und das wäre jetzt schwierig jetzt anzuwenden, wäre der Overlord. Ja, alles wird wahrscheinlich die letzte Runde für ihn. Hat Rush gemacht und wurde weggerusht vom Verteidiger. Der da oben ist die ganze Zeit mit dem Item da stehen geblieben. Ne? Den hätte er mal schon wegholen können. Vielleicht hätte die Position gefallen. Hat auch viel zu viel hier in die Flanken, ne, investiert. Das sind ja doch rechte Investments. Da geht er nicht mehr auf das Headquarter zu. Den Javelin überlebt. Das bedeutet, dass halt das Schild auch überlebt hatte, die Barrier. Dafür war der Level 2. Also mir ist ein absolutes Rätsel, warum sie sich im Forum immer noch darüber aufregen. Also ich sehe zig Einträge, ich habe gestern nochmal durchgeguckt. Hier stehen eine Menge dummer Sachen bei, ja, jede Einheit ist zum Beispiel OP. Aber zig Leute, die darüber aufregen, wenn die Leute halt sich so an die Front aufstellen, dieses HQ-Rush-Ding, ne? Also Archer hat es ja gerade gezeigt, dass es super easy zu countern ist. Das ist auch nicht News. Das ist nicht stärker als andere Strategien. Ne? Das hat auch seine Fallstricke. So, das nächste Spiel. Archer war wohl wieder am Spielen. Vielleicht haben wir noch gerade eine Uhr. Genau, 30 Sekunden geht's los. Dann gucke ich mal schnell, wer das war. Nummer 1, glaube ich aber. Also Archer spielt jetzt gegen die Nummer 19 der Weltrangliste. Der da ist das. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Irgendwo Top 100 wahrscheinlich. Aber ne, auf jeden Fall Top-Spieler beides. So, Kartenauswahl ist angesagt. Oben gibt es die Phönix. Ich sage ja, Rhino, ich sehe das häufiger, dass die Top-Spieler das machen. Bin aber noch nicht so ganz schlüssig, warum das so beliebt ist. Wahrscheinlich zur Verwirrung des Gegners maximal. Man kriegt nicht aus jeder Karte was raus. Also der Giant-Spieler eben hat zum Beispiel 100 Punkte aus einer Karte bekommen, das ist zu wenig, aus seinem Spezialisten.
Also Elite. Elite! Haben die das geändert? Obtain an extra 50 Supplies in the first round. Immediately recruit Level 2. Es gab eben einen Patch, aber da war nur der Assault Scorpion drin, meines Wissens. Das mit den 50 mehr Supply. Ist das schon älter? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das ist die Frage, ob die 50 Punkte viel ausmachen. Also Elite ist auf jeden Fall wertbefreit im Moment. Wenn man Elite vielleicht optional hätte, ja, dass man die entscheiden könnte, auf Level 1 oder 2 zu kaufen, dann wäre das, glaube ich, eine gute Fähigkeit. Wäre echt schade, weil ne, die Vielfalt, also Elite wählt halt nun mal keiner. So, das gesagt, hat er jetzt einer der Top-Spieler Elite gewählt. Also mal gucken, was er damit anfangen möchte. Aber das Hauptproblem, was er jede Runde machen muss, ist halt, wie möchte er Modell tanken, ohne den Gegner massiv aufzuleveln? Modelltanks kosten ja ein kleines Vermögen bei ihm. Sachen, die aber jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren im Norden, sind Fang-Spam, weil die Crawler da durchlaufen. Mustangs, ne, weil die Crawler immun, was ja gegen sind auf Level 2. Solche Geschichten. Und sogar gegen den Arclight muss man ein bisschen aufpassen, dass die auch ein bisschen viel ballern. Schild vom Archer. Also er hat in der ersten Runde jetzt, glaube ich, nur den Crawler gespielt, ne? Also Geld gespart. Der will vielleicht irgendwas Großes holen, ne? 450 hat er auf der Hand. Hat er das Schild? Phoenix. Ist den frisch gekauft? Erwartet wahrscheinlich auch was Großes oder wollte er die Dinger damit snipen? Die Wetten gehen alle auf den besser Platzierten. Also nehmen wir auf Leute auf den Wetten, der besser platziert ist. Weiß nicht. Da gibt es nie gut Punkte von Inside, ne? Die meisten Inside-Punkte kriegt ihr halt, wenn ihr auf den Überraschungssieger wettet. Also das mit Elite, das würde ich mir erst nochmal überlegen, ob das was wird. Allerdings hat er da oben noch keine sinnvolle Anti-Small, ne? Also wie gesagt, keine dieser Einheiten schafft es wirklich, die Dinger zu holen. Der muss ja schon Glück haben, dass seine Rakete reindonnert. Das ist bei Crawlern aber nicht ganz so einfach. Also im Moment sieht es so aus, ob die ersten Runden noch sehr gut laufen für den Süden. Zack, da ist meine Salve gut getroffen. Klugabwehr fehlt im Süden. Wusste noch nichts von den Phoenix. Aber die Luftwaffen-Joker, dass man Luftwaffe hat, der Gegner keine Abwehr, ist natürlich in der frühen Runde nicht so dolle. Ist kein Nachteil, wenn er verliert, klar. Aber man kann das ja sonst als Joker im Late Game auch benutzen. Er hat immer noch ein bisschen Geld eben gespart, oder? Er hat zwei Crawler geholt. Das sind ja dann 300 Punkte von 450. Also ne, 750 zu 500. Der spart da jede Runde ein bisschen Geld an. Als ob er eine War Factory Level 2 holen will oder sowas. Aber er hat ja jetzt das Schild geholt, also er wird was anderes wahrscheinlich holen. Da kommt jetzt der große Flammenwerfer. Ist halt gegen die kleinen Viecher ganz gut. Aber er investiert halt sehr heftig, ne? In den Phönix, in das. Er macht sich sehr unflexibel gerade, obwohl der Gegner Geld spart. Also es ist ein super unflexibler Bild im Moment, ne? Schlimmer wäre es halt nur noch, wenn man Fähigkeiten ausgibt. Also der musste den Giant ja auch noch freischalten. Und er weiß nicht, ob er das Schild gebrauchen kann. Im Moment laufen die ja hauptsächlich darunter her. Klar, die Adler hat ein bisschen was gemacht. Aber so ein Schild, gerade Level 2, kann ich ja schnell wegholen, wenn er irgendwas holt. Also ich glaube, wenn ich seine War Factory zum Beispiel komme, dann ist das Ding komplett raus. Hat sich jetzt für einen Steamball entschieden. Was? Level 3 Steamball? Fragezeichen? Ist Elite und hat ein Level 3 Steamball geholt. Ich bin verwirrt. Okay, ich meine, klar ist er jetzt ultra tanky, ne? Und klar, der hat sich, wie gesagt, ja unflexibel gemacht. Der hat damit gerechnet, dass diese Crawler, weil die so schwer zu besiegen sind und der kein Anti-Small hat, dass der jetzt irgendwas sicheres Anti-Small holt. Der Vulcan. Hätte man fast erwarten können, hätte ich aber eben Archer auch nicht empfohlen zu holen, ne? Eben ich eben gesagt habe, weil es unflexibel ist. Also er hat damit jetzt wirklich gerechnet, so dass die jetzt quasi den Vulcan bestrafen. Also eine sehr schöne Aktion. Aber ich glaube nicht, dass das sein Plan war. Also, dass das sein Hauptplan ist. Da kommt, glaube ich, noch was anderes gleich.
Hat übrigens immer noch keine Luftabwehr. Also der ist völlig in Ordnung damit, dass dieser Dings da alles nochmal tötet. Also ich vermute, dass der vielleicht sogar auf eine War Factory will, um Level 2 Einheiten zu spawnen. Ist natürlich nur geraten, aber ne? Ich bin noch nicht ganz sicher, was er sonst anstellen möchte. Er muss auf jeden Fall jetzt irgendwann Flugabwehr holen. Also die Level 3 Steeboys möchte er jetzt nicht jede Runde von denen snipen lassen mit die Hardcore-Leveln. Da wird es ja, ne, jede Runde einfacher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Steeball-Spam hier durchzieht. Ich sehe das nicht. Weiß jetzt auch nicht, was hat denn der gekostet? 200, 300, 400 Punkte, kann das sein? Also weiß auch nicht, das ganze Vermögen. Gleich kommt der Rhino. Tja, wohl so hin, mein Freund. Er ist nicht umsonst, ne? Einer der Top-Spieler. Zweiten Flammenwerfer. Zweiter Steeball. Also der Steeball besiegt den Flammenwerfer, ist ja klar. Und den Rhino auch, ne? Also und da hat er jetzt drei Einheiten auf dem Feld, die sehr teuer sind, die da unten hart gecountert werden. Ich weiß nicht, was Archer da gerade spielt. Vielleicht ist er auch verwirrt, was passiert. Er hat da unten auf jeden Fall nicht viel Geld gespart, ne? Hat jetzt alles ausgegeben. Er levelt sogar noch die Crawler auf, obwohl der Flammenwerfer auf dem Feld sind, okay. Von dem zweiten weiß er zwar noch nichts, aber. Und jetzt kommt hier der Standardbild, nur eben mit hochleveligen Einheiten. Flugabwehr ist auch dabei. Witzigerweise auf der rechten Seite. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass da nochmal ein Phönix kommt. Ja, aber ich sehe das tatsächlich ihn jetzt auch mehr und mehr am Gewinnen. Obwohl er Elite spielt, man muss es halt mal sagen. Also perfekt ist es natürlich nicht. Und dass die Crawler in den Dings laufen, ist auch nicht toll. Aber ihr seht ja, die sind ja so gestellt, dass sie die Kugel anschießen. Man kann jetzt übrigens früher den Speed-Button machen. Nicht für Sekunde 70, auch wenn sie es gemacht haben. Ich kann zumindest so eine Patch-Note eben. Aber die Steeballs sind halt einfach massiv tanky, ne? Und tötet mit ihrem Laser natürlich auch alles. Problem ist natürlich noch die Luftabwehr. Aber er hat ja schon den ersten Mustang und das wird jetzt sicher mehr. Also warum habe ich jetzt gesagt, dass er das gewinnt im Süden? Das liegt daran, dass die halt, dass er noch nicht hart am Verlieren ist und die aufs Late Game zugehen und dann natürlich Elite ein massiver Vorteil ist für alle neuen Einheiten. Und weil diese dicken Dinger da sehr unflexibel sind, die da stehen. Sicher weiß man es natürlich nie, aber das war meine Prognose. So, jetzt kann er hier guten Feuersupport geben und die Steeballs effektiver arbeiten. Eine ganz wichtige Geschichte wahrscheinlich. Atri macht gut Schaden. Level 4. Flanke. Genau, also da gibt es jetzt, hat er jetzt nicht drin, aber es gibt jetzt wohl einen Assault Scorpion, wo der schneller schießt, aber Reichweite wohl verliert und mehr Lebenspunkte bekommt. Also wie bei Marksman der Assault. Müsste man mal testen, was man mit anstellen kann. Rakete. Also der Support hat sich jetzt verdrückt. Im Grunde genommen kann ihm das wirklich egal sein, ob seine hochleveligen Crawler von dem Flammenwerfer kaputt gemacht werden. Weil wenn die einmal einloggen, die Steelballs, ist ja so oder so tot, egal ob er Level 1 oder 2 ist. Und da hast du das vielleicht sogar mit den Crawlern ein Stück weit bait. Ne? Also Level 2 Vulcan, der tankt nicht mehr und tötet auch nicht mehr, kostet nur mehr. Wenn man das böse formulieren möchte. Ja, also der Scorpion ist, glaube ich, auch eine gute Antwort, weil er gegen die Steelballs eine super effektive Waffe ist. Allerdings gibt es da einen leichten Level-Diskrepanz zwischen dem Scorpion und den Steelballs. Und das andere Ding ist, dass er halt Phönix dafür hat und den Scorpion dazu, so dass sie das gleiche nochmal machen. Also von da kommen da ein paar Sachen zusammen, die nicht Synergieeffekte sind. Trotzdem, er ist damit am Gewinnen im Moment. Und den Level-Nachteil kann er aufholen. Item. Gar nicht gezögert im Süden. Kugel.
Level 2. Wenn die Modell-Tanks richtig stehen, dann läuft das. Brennt die Crawler jetzt ab. Tatsächlich ist der Crawler jede Runde durchgelaufen, um irgendwas kaputt zu machen, gefühlt. Deswegen bin ich überrascht, dass er hier vorne das abfackeln möchte. Vielleicht geht es aber auch um die Einheit. Damit die Luftwaffe bleibt, weil es ja die einzige Luftabwehr, die er hat im Süden. Ne? Und wenn der wirklich verbrennen sollte, dann hat der automatisch das Spiel gewonnen. Ja, spawnt hier vorne. Er ist ein bisschen riskant, was er da treibt. Ne? Ist natürlich tanky, das Ding. Muss aber auch erstmal spawnen. Und das Ding kann zum Beispiel die nächste Runde vom Satellit ausgeschaltet werden, sodass der sofort auf den draufballern könnte unter Umständen. Was natürlich sehr unangenehm werden kann. Und das ist ja ein Crawler. Also, wenn das ein Fang wäre, der ja auch ein Schild dazu packen können, ist es aber nicht. Aber er will damit den sofort töten, damit die arbeiten können. Ich glaube aber nicht, dass das nächste Runde da oben gut funktioniert. Ja, die Wetten gehen diesmal nach rechts. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Inside zum Teufel gehen könnte, aber mal gucken. Also die Flanke da oben, ne? Da habe ich noch meine Zweifel, ob die sich gelohnt hat im Sinne. Und der heftige Investment mit Items und den großen Einheiten und alles. Kriegt er direkt Schüsse ab. Da links mit 50.000 Leben auch nicht untanky. Aber man sieht schon, ne? Hier zack, zack. Das war einfach vorne und hinten das Geld nicht wert, die ganze Flanke. Und das mit dem Öl hat er sehr schön gemacht. Jetzt ging nämlich hier kaputt und die hätte er vielleicht noch gebraucht. Ja, und jetzt sieht man den Scorpion Level 2, die Skiboys alle wegknocken. Also ich glaube fast, dass er das hart verloren hat mit seiner Elite. zu 0 verloren quasi. Aber lag es am Elite? Ich wäre mir bei dem Spiel nicht so sicher. Ich würde fast sagen, es lag an dieser komischen Flanke, die. Also er steht ja hier unten und braucht ewig, bis er an der Front ist. Die sind aber von Anfang an der Front, ne? Und diese super Distanz zwischen diesen beiden Armeeteilen ist normalerweise ein Auskriterium für jede Flanke. Und da bin ich halt sehr, sehr überrascht, dass er da oben in der Ecke eine Flanke hingestellt hat, während er da unten ganz weit hinten steht. Also das hat mich wirklich sehr stark überrascht. Aber vielleicht dreht das ja noch. Also wie gesagt, ist ja einer der Top-Spieler und da ist jetzt die War Factory Level 2. Und das ist halt jetzt ein Biest, ne? Ist die Frage, ob er jetzt halt die Runden noch überlebt, weil, also das ist schon sehr unangenehm, das Ding. 200 Punkte hat er noch, könnte also hier irgendwie einen Spawn machen oder Level 2 Einheiten spawnen, Panzer zum Beispiel. Vielleicht hätte er lieber da oben eine teure Einheit verkauft und dann 100 Punkte mehr, um Phoenix zu spawnen. Das wäre ja gar nicht so schlecht dagegen. Feuerraketen. Ich meine, das Ding da vorne macht halt 40.000 in Salve, ne? Das tut schon weh. Ja, es kommen halt Level 2 Sledgehammer gespawnt. Aber das ist halt dagegen auch nicht so super stark. Also ich glaube, mit dem Phoenix wäre besser bedient gewesen. Es fehlten 100 Punkte, aber das Ding wird ja wahrscheinlich wieder in Rekordzeit dagegen sterben, oder? Die Frage, oder? Zack, das war das Schild, das war so eine Salve von dem. Mal sehen, vielleicht kriegt er aus den Panzern was raus, ne? Und tot. Aber wie gesagt, wenn er das verkauft, hätte er jetzt Phoenix hier gespawnt statt Sledgehammer. Und das wäre, glaube ich, schon ein gigantisch großer Unterschied. Oder hätte er auch Seaball spawnen können, weil er hat ja schon welche und kann denen ein Upgrade geben dann, ne? Damit gespawnt und mit Upgrade kommen. Nichtsdestotrotz, das Ding ballert sich jetzt da durch. Und da sind natürlich so Einheiten wie der Vulcan und der Scorpion erstmal völlig raus, ne? Der schießt sich da fleißig durch. Nimmt aber auch Schaden für Level 2. Panzermäßig steht daneben. Großes Comeback? Fragezeichen. Ich würde mich ja freuen. Tech-Spezialist. Elektromagnetischer Blast. Also ich vermute mal, er wird ihn jetzt verkaufen und woanders hinstellen, ne? Weil er kann ihn hier weder vor Laserstrahlen sinnvoll beschützen, noch vor dem Blast, ne? Huch, das war der falsche Knopf. Wieder das Feuer, jetzt geht die ganze Armee wieder drauf. Ja, würde man jetzt da oben EMS holen. Das reicht vielleicht für die tatsächlich geholt, interessant. Hofft wahrscheinlich, dass sie genug Schaden machen. Ich meine, der macht hier 85.000, ne? Wie der da jetzt ist, Level 3 mit dem Item. Das ist schon sehr angenehm. Der kommt auf 18.000. Von Haus, vom Werk aus.
Ignite hat er ausgegeben. Ignite ist sehr stark, aber muss es auf den das zweite sein? Hätte nicht der Ignite von den Fangs ausgereicht? Er hat ja überall Fangs, ne? Das macht halt unendlich viel Schaden dagegen. Also, klar kann man ausgeben an das Ding. Ist ja auch gegen die Steeballs wahrscheinlich ein Stück weit. Aber es wäre halt massiv preiswert auf den Dingern gewesen, ne? Ich glaube, der hat da 500 jetzt für bezahlt. Und hier hätte man 250 bezahlt. Und der Ignite macht denselben Schaden, egal wer den trägt. Ja, was machst du groß einen zweiten? Also er könnte sich einen zweiten so gerade genau leisten. Hat man, glaube ich, mehr von, als wenn man den jetzt noch ein zweites Upgrade gibt. Und mit Panzer spawnen. Und noch hier, ich bin immer noch der Meinung, dass die Sledgehammer nicht annähernd so gut gewesen wären wie der Spawn der Phönix. Also eine einzige Luftabwehr sind ja hier hinten diese Mustangs, ne? Wenn er die irgendwie verliert, zum Beispiel weil jemand da Feuer hinlegt, dann kriegt er da oben die nicht mehr kaputt, diese Phönix. Und dann ist das Spiel vorbei für ihn. Also das war sehr, sehr riskanter Call, da auf Panzer zu setzen. So, jetzt hat er noch, da hinten sind noch ein paar Mustangs, eine Handvoll. Die müssen aber jetzt überleben, bis er alles tötet, ne? Was in der Luft ist. Also den Boden kriegt er. Ja, und wenn die das tanken, dann geht das jetzt sogar auch. Er hätte da oben vielleicht einen Satellit das gelöst. Ja, Schuss. Ist ausgeschaltet. Irgendjemand von denen hat ein EMS. Ich habe es gar nicht gesehen. Der auf dem Phoenix. Ja, und es wurde er getötet, weil er zu wenig Luftabwehr hatte. Und die Panzer halt keinen Sinn hatten. Weil alles, was die Panzer wegräumen, hätten die halt auch weggeräumt. Also er hat das meiner Meinung nach verloren, das Spiel. Weil er eben diese 100 mehr Punkte nicht ausgeben wollte. Er hatte ja eben nur 200 gehabt und hat einfach das freigeschaltet. Statt zu sagen, er verkauft halt da oben die Scheibe. Also er hat, glaube ich, hier eine Level, die Artillerie verkauft für 200. Aber er hätte ja auch die Scheibe für 300 verkaufen können. Und dann hätte er die Phoenix freischalten können. Also, top hin oder her. Ich halte das für einen gigantischen Fehler, was er da gemacht hat. Das kostet mich jetzt meinen gesamten Insight. Danke dafür. Genau, jetzt sind wir auf einen Punkt runter. Astronomisch. Vielen lieben Dank. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.